Moin Moin, willkommen zurück zur Plugs Tale. In der letzten Folge haben wir mit Hugo sozusagen die Mama befreit und sind am Ende doch irgendwie nicht wirklich rausgekommen. Aber jetzt. Was macht er da? Fragen wir ihn mal. Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ja. Der Winter ist hart dieses Jahr. Ich glaube, Roderick arbeitet im Innenhof. Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melly von den Problemen mit der Truhe erzählen? Natürlich. Ach, Melly wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. So, wir gehen mal jetzt durch hier. Kann ich rein? Moment, was? Schon wieder zu? Ich sag's dir, das ist die Kälte. Die ist fast schlimmer als Rost. Okay. Au, ich spüre meine Finger nicht mehr. Echt immer kälter, wa? Und die ist schon blöd. Die Suppe. Wer war noch mal dran? Melly? Nein, dafür riecht sie zu wenig nach Pfeffer. Ich sammle erstmal ein bisschen was ein, bevor wir hier an die Werkbank gehen, weil wir können bestimmt was machen. Aber das machen wir erst, wenn wir genug Sachen eingesammelt haben. Was ist denn hier? So viele Äpfel hatten wir noch nie. Hugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Ja, hätte Fahrradkette. Roderick konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Okay. Wir müssen nochmal der anderen Tante Bescheid geben. Draußen wegen dem Kram. Mal sehen, ob es klappt. Du fühlst dich auch einsam, was? Na los, nur Mut. Nur noch ein Tag. So. Oh, was machst du denn hier? Hugo hätte dich finden sollen. Also jetzt ist sie aber auch ein bisschen übertrieben mit ihrem Bruder. Ich kann es natürlich verstehen, dass sie ihn vermisst, aber es reicht, ne? Es reicht. Und was hier? All diese Sachen. Ich erinnere mich an jeden Ort, an jeden Moment. Sozusagen, man könnte die Treppe hier hochgehen, kann man gar nicht. Oh, guck mal, hier liegen wieder viele Sachen von uns, die wir nicht einsammeln können. Da wir schon genug haben. Aber gut zu wissen, dass sie hier liegen. Lukas muss mit dem Büchersammeln aufhören. Bald liegt Lukas Gesicht, als er dachte, das große Werk vollbracht zu haben. Und Hugo, gut gemacht, Lukas, du bist ein Zauberer. Mhm. Dann gehen wir noch eine Etage tiefer. Wer zündet die ganzen Kerzen mal abends an hier? Weiß man auch nicht, ne? Ja, jemand tut es auf jeden Fall. Bitte, wenn du weißt, wo Hugo ist, hab Erbarmen und sag es mir. Oder wache über ihn, wenn du kannst. Gut, gefunden haben wir immer noch nichts. Aber wir können trotzdem mal zur Werkbank gehen, denn eventuell können wir es ja doch mal ein paar Sachen bauen, dann können wir vielleicht auch ein paar Sachen einsammeln. Ich habe gesehen, die Schnüre oder Seile kann ich nicht mehr einsammeln. Deswegen gehen wir mal zur Werkbank. Schauen wir mal. Also, wir können Bänder, was ist das denn? Die Schleuder schießt jetzt lautlos. Amiga verpflichtet hochwertige Fasern, damit die lautlos... Ist ja eigentlich egal, wie laut oder leise sie ist. Eigentlich ist das doch egal, oder? Ausrüstung. Amiga braucht keine Werkstatt mehr, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Das finde ich zum Beispiel wiederum cool. Was ist hier? Amiga kann ihre Schleuder verwenden, um einen Luminosa zu werfen. Mit besseren Werkzeugen kann Amiga Werkzeugen als Ignim herstellen. Dank der... Jetzt machen wir das hier. Das sollte mir die Sache erleichtern. Und die Werkzeuge machen wir auch gleich hier, wenn wir schon dabei sind. Nicht schlecht.
Super. So, jetzt können wir wieder ein paar Sachen einsammeln, definitiv. Die zumindest noch rumliegen, die wir gerade eben nicht einsammeln konnten. Aber jetzt dann einmal gucken, ob wir hier weiterkommen. Und ich will hier bleiben. Halt. Und was wenn? Was wenn, was wenn, was wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Ach, da haben wir den Schnüren haben wir genug, okay. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Oh, hallo Amicia. Hey, tut mir leid. Störe ich? Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hört zu, es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist, deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Aha. Wann immer du willst, Amicia. Okay, also er ist ja anscheinend, oder die sind beide anscheinend ja nicht so nett zueinander. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit dem hier an. Ja, genau. Wir machen guck das mal schon hier. Seit Wochen, Amicia. Tut mir leid, ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Muss ich die auch anmachen? Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Nun gut ist. Das sollte passen. Dann kommen wir wieder runter. So, mir reicht's. Alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut. Krieg das schon noch hin! Hey, beruhige dich! Ist der ein bisschen sauer? Geht doch! Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Rodrik-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha, probiert's mal aus! Schon dabei! Ich weiß nicht, ob ich alle anmachen muss, aber ich mach's jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob wir das müssen. Ich glaube, es eigentlich immer anders macht. Jetzt machen wir es. Alter, wie kann man schon wieder so viel einsammeln, ey? Amicia, wir müssen die Feuerbecken fertig machen. Ja, ja, habe ich nicht vergessen. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere, wenn du soweit bist. Oh, was er meint hier, ey? Muss ich, soll ich das Ding wieder drehen da, oder was? Machen wir. Dann mal los. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Und, hast du irgendwelche Wunder vollbracht? Abwarten und Tee trinken. Gut, ich gehe dann mal baden. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Dieses System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Habe ich schon angemacht, oder nicht? Oder Ache meint das Ding da hinten.
noch alle an jetzt, oder? Okay, er hat auch welche angemacht. Hier ist noch irgendwo eine, die nicht an ist. Ich sehe das gerade gar nicht. Die sind doch jetzt alle an, oder bin ich blind? Hm. Hier hoch. Den ganzen Kram einsammeln, den die hier so haben. Und da kommt keine raus, okay. Viel mehr ist hier auch nicht, ne? Ach, da oben ist noch so ein Ding. Muss auch anmachen. Ja. Ich kann hier nicht weitergehen. Warum nicht? Was denn hier? Also hier geht's nicht weiter, hä? Also ich brauche ein bisschen klare Anweisungen hier, sonst weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Das kostet ja auch alles nur Zeit irgendwie. Kann ich da hinten nochmal hochlaufen? Oder das? Finde ich merkwürdig. Gehen wir da nochmal hoch? Da können wir nicht hoch. Gehen wir hier mal hoch. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Gut. Stimmt was nicht? Unmöglich. Verdammt. Oh, die machen das Licht aus. Das ist uncool. Ja, guck mal. Sie formieren sich neu. Sie wollen die Feuer löschen. Alicia, ich habe kein Ignifer mehr. Ich kann nichts mehr tun. Ich schaffe das. Das ist nicht das erste Mal. Okay. So, hier runter. Halt.
Können wir noch was mitnehmen hier? War schon ein bisschen was erstellt. Machen wir jetzt. Ich bin im roten Bereich, sonst sterbe ich hier. Ach, der rote Bereich. Ja, mach mal. Gut, ich zähle auf dich. Bin ich da nicht gerade schon? Was meint er denn? Sieht doch jetzt eine hier, das ist nicht das brennende Feuerbecken? Aber ich komme da nicht durch. Ach, das vielleicht? Machen wir da wahrscheinlich, ne? Sehr gut. Ich bring dich zur Leiter. Komm schon, du hast schon Schlimmeres überstanden. Ah! Schnell, lauf! Okay, jetzt war dumm. Ja, war ein bisschen langsam. War ein bisschen langsam, gebe ich zu. War ein bisschen langsam. Was meinst du denn? Ach, das da. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Geschafft! Naja. Ich hab ihn geschafft, ne? Hier vor, Amicia. Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so. Ich kann das nicht. Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie angreifen. Das finde ich auch. Die sind ein bisschen komisch, die Viecher, oder? Okay. Da kann ich längs. Jetzt bist du da, aber wie kriegen wir dich denn da jetzt? Ist
Das Ding muss halt wieder gesteuert werden, ne? Komme ich denn da irgendwie hin? Was soll ich machen? Was soll ich denn jetzt machen, bitte sehr? Da kann ich ja nicht runter. Da hinten kann ich nicht durch. Warte mal. Da müssen wir doch hier vorne durchlotsen. Also da hinten durchlotsen. Oh. Nochmal. Das kann es ja auch nicht sein, oder? Okay. Jetzt kommt er hoch zu uns. Das war natürlich die Aufgabe, ne? Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind. Amicia, Sie sind keine Kinder mehr. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. So. Komische Rattenplage. Nein. Wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das? Hier lang! Schnell! Der Typ. Tu, was getan werden muss. Oh. Hugo. Los. Hugo. Das war Ellie, was machst du an ganz der Tür? Sicher. Sie geht nicht nach. Was haben Sie mit Aus ihm gemacht? Dem Weg. Die Ratten. Er kann sie kontrollieren. Ja, mit der Makula. Bitte schön. Wo kommt man da hin? Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Dein Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielend leicht in die Verteidigungsanlagen. Ich muss mit Hugo reden. Ich kann. Verrückt. Abhauen. Amicia, er hat recht. Geh durch. Nein. Oh. Nein. Oh. Oh, was ist er denn für ein Typ, Alter? Da krieg ich mal aufs Fressbrett. Aber richtig. An die Arbeit. Hugo, Hugo! Töte sie, oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen. Hugo, ich bin Amicia, deine Schwester. Töte sie, Kind. Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Geh zurück. Komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere. Ich kann leider gar nichts machen. Hör nicht auf ihn, Hugo. Nein. Oh. Er geht da einen Schritt vor. Oh. Kleiner Schlag in die Niere. Töte sie, Kind. Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Geh zurück und von ihm aus zu fliehen. Nun komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger. Hör nicht auf ihn, Hugo. Genug. Ich verfütter.
Hä? Genug, ich verfütter sie an deine und dann. Ich konnte gar nichts machen. Töte sie, Kind. Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Geh zurück und von Nikolaus. Ich gehe doch rückwärts die ganze Zeit. Sie bedeutet dir nichts mehr. Das muss ich, wo ich hingehen kann. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger. Hör nicht auf ihn, Hugo. Genug. Ich verfüttere sie an deine Ratten. Fass sie nicht an, Mistkerl. Mistkerl, er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast. Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein. Oh, da waren ein paar Steine auf ihn drauf, glaube ich. Okay, das waren schon harte Steine, oder? Wir haben den Bastard! Amicia! Alter, so ein Psycho-Kind, sieht aus wie Chucky. Tot ist. Ich muss mit Hugo sprechen. Geh. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo! Ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Hugo. Guck mal! Schon gut. Bleibe stehen. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Er steht gleich wieder auf da, glaube ich. Nein, ich. Hugo. Ich wollte dich beschützen. Ich. Bitte. Du hast gelogen. Nein. Ja, ja, den kleinen Jungen werden sie ja nicht fressen, also. Die werden sich zusammen geschützt haben, genau. Die Schwelle. Du hast es geschafft. Oh, oh. Nein. Arthur! Oh. Scheiße. Der Arthur ist wohl tot. Für euch habe ich keine Verwendung. Okay. Alter Schwede, Bastard. Gut, müssen wir anders machen. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Lass versuchen. Wen haben wir denn da? Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinge ist noch warm. Wie ihr bald herausfinden werdet, sie müssen sind doch hier irgendwo aber sein. Haben Angst vom Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Endlich. Kann sie die Kontrolle beeinflussen? Er hat die Ratten. Also halte RB gedrückt und das Auswählen ist aufgerufen. Ah, da unten, okay. Okay, warte. Machen wir sofort. Dann wollen wir hier die Sachen einsammeln. Ah! Oh, ich glaube, wir sind dann auch gerade gefressen.
Was ist er für ein Typ? Oh nein. Scheiße. Ich dachte, wir können sein brennendes Schwert auch irgendwie löschen, aber geht das gar nicht, oder? Gut. Ihr wollt also spielen. Dann spielen wir. Amicia. Auf Augenhöhe. Die retten Amicia. Er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Aber wie können wir sein Feuer löschen, ist die Frage, ne? Müssen die da irgendwie das Feuer bei ihm löschen? Ach, schon das ganze Feuer war an. Ich weiß das. Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Okay, los, komm. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Wie können wir denen dann beikommen, ey? Es ist nicht leicht, im Schatten des Trägers zu leben, oder, Amicia? So. Was wollt ihr schon ausrichten? Ihr seid nicht wahr. Ich komme. Versteck dich, Amicia. Schnell! Oh nein, er darf dich nicht sehen! Ja, ich weiß. Nichts. Sie sind schnell. Deine Schwester kann dich nicht retten, Junge. Du bist allein. Ja, du Affe. Da kommt, er kann sich bestimmt nochmal befreien. Okay. Nein, das. Und jetzt? Was werdet ihr jetzt tun, hä? Kommt zu mir. Kommt in meine Arme, ihr lieben Kinder. Ich werde euch lehren. Okay, das geht nicht. Mist, das ist ja blöd. Wo treibt ihr euch rum? Zusammen sterben. Ah,
So, du Affe, jetzt müsstest du doch langsam mal sterben, oder nicht? Ich glaube, das war's für ihn. Endlich. Amicia! Arthur? Nein, nein, nein! Arthur! Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf! Ich töte sie! Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner! Melly, das schaffst du nicht! Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf! Seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts! Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind 5 gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Auf den Tod! Das wird spannend. So, was ist das? Krönung? Kapitel 16. Krönung. Schauen wir uns mal kurz an. Aber das Kapitel werden wir zum nächsten Mal angehen. Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist 5. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.